direction and the mirror's reflection. I'm a dancing with myself when there's no one else inside. So, guten Morgen Leute, ich habe es ja gerade schon gesagt, wir sind auf der Caravan-Messe in Leipzig und ich bin jetzt gerade im Tendenzer dran drin, den ich auch sehr schön finde. Der hat allerdings so ein französisches Bett. Ist das ein französisches Bett? Ich glaube ja. Ich glaube, es ist ein französisches Bett. Was sagt ihr dazu? Findet ihr das cool? Ist das so als Familie cool oder ist es eher so was für Pärchen? Besonders cool finde ich ja. Lotti, darf ich ganz kurz? Ich musste einmal durch. Ich finde ja hier auch das Badezimmer. Da sind wir jetzt quasi im Heckbereich. Das ist schon echt geräumig, ne? Also das ist schon cool. Mit Dusche? Ja, aber sagt mir mal gern Bescheid wegen dem Bettchen, ob ihr das cool findet. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. So, jetzt gehen wir in den Bianco 515 SKM. Und Fendt hat eine geile Lösung gefunden, wenn man jetzt eine Freundin mitnimmt oder zwei Kinder hat, diese Doppelstockbetten. Plus, dass man hier unten nochmal eine Tür hat. Das heißt, man könnte rein theoretisch das auch irgendwie als großen Kofferraum nehmen. Wir haben ein kleines Bad, was völlig ausreichend ist. Eine kleine Sitzgruppe. Und natürlich wie immer einen schönen großen Kühlschrank. Und hier vorne ein doch sehr großes Bett. Also wir haben ja dann hier doch 2 Meter Breite. Und mal 1,40 möchte ich fast meinen. Also auch geil. Ziemlich viel für so einen kleinen Wohnwagen. Geil. Und jetzt wird es, glaube ich, noch verrückter. Bianco 93 FHS. Gesamtlänge 6,3 Meter, Aufbaulänge 4,88 Meter, Nutzlänge 4,7 Meter, Gesamtbreite 2,32 Meter. Das ist, glaube ich, so mit das Kleinste, was man bei Fendt bekommen kann. Man kommt rein, hat eigentlich schon eine anständige Küchenzeile, was ich sehr cool finde. Auf jeden Fall auch schon ordentlich Staumöglichkeiten. Eine coole Sitzgruppe, wo man alleine auf jeden Fall bequem schlafen kann. Und dann vorne sozusagen ein französisches Bett, Waschbecken und Nasszelle. Und ganz ehrlich, das Ding ist super klein, mit dem bist du super mobil und wendig wahrscheinlich auch. Also auch cool. Sehr, sehr cool. Ja, und 2 Dachfenster auf jeden Fall. Gut, die Leuchten werden immer auf Messen eingebaut. Ne? Nicht, dass ihr euch wundert, die sind nicht standardmäßig eingebaut. Aber ansonsten echt viel Staumöglichkeiten. Also top. Jetzt geht es in den fast größten Fendt. Es ist ein Diamant 650, also genau das Modell, was ich auch habe. Genau in der Ausstattung habe ich ihn auch zu Hause. Und was soll ich sagen? Riesen Sitzgruppe vorne, wenn man reinkommt. 2 Einzelbetten kann man aber hier unten auf jeden Fall geil ausziehen und erweitern. Packt man so eine riesige Matratze ein, habt ihr auch schon alles gesehen. Ich finde das mit diesen Glanzoptiken finde ich sehr, sehr cool gemacht. Und es gibt nur ein Modell, was noch größer ist. Das ist leider jetzt nicht hier. Das ist der Bianco 27. Ich habe einen 650, das ist ein 27. Das ist schon, boah, krass. Das ist schon richtig, richtig groß. Aber wie gesagt, da hat man sich auch richtig Gedanken gemacht mit jetzt USB-Steckern hier überall, wie sich das gehört. Überall kann man alles steuern. Das ist extrem cool gemacht. Und ich freue mich wieder aufs Campen. So, Wohnwagen macht, gucken macht auf jeden Fall auch hungrig. Poffertjes. Kennt ihr Poffertjes? Ich habe es noch nie gegessen, aber das sind so eine kleinen, fluffigen Pfannkuchen. Die verstecken sich so ein bisschen unter dem Vanilleeis und den 100 Oreo-Keksen und dem Nutella. Da! Ach, bin ich schon beim zweiten Gang? So, neben ganz viel Camping und Caravaning gibt es natürlich auch einen Haufen Reiseanbieter. Also von Amerika, Kanada, Slowenien, Kroatien, Frankreich, Harz, Polen. Alles voll. Also hier kann man auf jeden Fall gut Zeit verbringen und den nächsten Urlaub planen. Oh, ich muss auf jeden Fall mal wieder zum Friseur. Aber wieder zurück aus Leipzig und jetzt gibt es noch Gulasch. Vielleicht ein bisschen spät dran, aber wir wollen noch ein bisschen Gulasch essen heute. Von daher bin ich jetzt ein bisschen am Kochen.